Gisela Homberg hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Es gibt keine Brücken mehr zu dem, was ich vorher als Leben hatte. Es ist nichts vergleichbar. Nicht die Art des Lebens, nicht wie ich lebe, nicht mit wem ich lebe. Jeder Tag ist neu. Seit 7 Jahren ist die heute 75-Jährige unterwegs. Im Winter in Marokko, im Sommer in Europa. Eigentlich kann sie gar nicht fahren. Hätte sie gar nicht fahren dürfen können, nach Aussage der Ärzte. Denn Gisela galt als unheilbar krank. Doch sie fuhr einfach los. Und dann hört man natürlich auch so aus dem Bekanntenkreis, ja, wie kann sie eigentlich nur? Also es war Unverständnis da bei vielen Leuten. Und dadurch, dass sie jetzt auch reist und so viele Leute auch kennenlernt und sieht, hat sie sich total verändert. Dieses Jahr macht Gisela eine ganz besondere Reise. Sie geht auf Spurensuche, reist zurück in die Vergangenheit ihrer Familie. Na Juck, seid ihr auch schon alle wach? Oh. Ach, bei dem Wetter, Gisela, lieber nach draußen turnen. Also vor 15, 20 Jahren war ich ziemlich krank. Das war die Zeit, wo ich hier auf fremde Hilfe angewiesen war. Meine Schwester hat mich versorgt. Und ich musste jeden zweiten Tag am Tropf. Und ich hatte die Wahl, zu sterben oder zu leben. Seit ihrem 28. Lebensjahr leidet Gisela unter einer Autoimmunerkrankung, die ihre Gelenke angreift. Als sie sich kaum noch bewegen kann, beschließt sie, ihr Leben radikal zu ändern. Sie verzichtet nach und nach auf ihre Medikamente, stellt ihre Ernährung um, beginnt zu meditieren, treibt regelmäßig Sport. Nach einiger Zeit geht es ihr besser. Dann habe ich mir überlegt, meine Freundin hat mich auch draufgebracht, du wolltest so gerne immer reisen. Du erzählst immer Reisen und beneidest uns um unsere Reisen. Guck doch mal, jetzt ist die Caravan-Messe. Und dann bin ich dahin. Ja, ich habe gedacht, warum nicht, wenn reisen, wie? Und deshalb bin ich jetzt mit dem Vagabundenleben unterwegs, denn es passte alles. Ich bin auch ein Mensch, der oft sehr exzessiv dann ist, was er tut. Jetzt wagt sie eine Reise, die sie sich schon lange vorgenommen hat, nach Polen. Die Heimat ihrer Familie. Ich habe das schon mal gemacht und bin ein Stück den Weg gefahren, den wir geflüchtet sind. Aber ich habe es emotional nicht verkraftet und sage mir aber, um wirklich ganz bei mir zu sein und wirklich ganz heil zu werden, gehört auch dieser Abschnitt mit dazu. Angerburg, heute Wegoszewo, im Norden Polens, dem damaligen Ostpreußen. Hier ist Gisela geboren. Angerburg liegt inmitten der masurischen Seenplatte. Im Kriegswinter 1944-45 fliehen Hunderttausende Deutsche von hier, aus Angst vor den Russen. Auch Giselas Mutter, mit 9 Kindern, darunter die 2-jährige Gisela. Für mich ist diese Reise ein weiterer Schritt zum inneren Frieden, den ich dann auch nach außen tragen kann. Gisela wird im Januar 1942 in Angerburg geboren. Ihre Familie ist in der Stadt damals tief verwurzelt. Sie selbst kann sich an diese Zeit nicht erinnern. Ihre Geschwister haben ihr viel davon erzählt. Ich sehe praktisch alle meine älteren Geschwister da sitzen. Vor 75 Jahren bin ich hier getauft worden. Und meine ganzen älteren Geschwister waren schon dabei. Und insofern halte ich das für meine Familienkirche, ja. Auch Giselas Eltern wurden hier schon getauft. Ganz in der Nähe steht das Wohnhaus der Familie. Gisela hat sich einen Zettel mit polnischen Vokabeln vorbereitet. Sie hofft, die heutigen Bewohner anzutreffen. Vor ein paar Jahren war sie schon einmal hier. Doch damals haben die neuen Hausbesitzer weder mit ihr gesprochen, noch sie ins Haus gebeten. Dzień dobry.
Dzień dobry. Hallo. Dzień dobry. Kein Problem. Dzień dobry. Ich bin Gisela. Ja. Und das, du wohnst da mit deinem Mann? Ja. Das weißt du, ich war ja schon mal hier. Ich bin zum zweiten Mal hier. Ja. Machst du den Dolmetscher, Frau Meck? Tontechniker Tomek übersetzt. Grażyna und Stanisław Wolinski leben schon lange hier. Grażynas Mutter hat das Haus 1947 übernommen. Es war das letzte leerstehende Gebäude in der Gegend. So wie Gisela wurde auch Grażyna hier geboren. Als Gisela mit ihrer Mutter und den Geschwistern von hier fliehen musste, war sie erst 2 Jahre alt. Ich habe ja noch 3 Schwestern, die sind älter als ich. Und die haben mir erzählt, hier von Angerburg und von dem Haus, dass wir mit den vielen Kindern hier gewohnt haben und mein Vater hat das gebaut. Und deshalb wollte ich mir das unbedingt anschauen. Aber das ist ja fast unwahrscheinlich, ne? Mit 9 Kindern hier drin zu wohnen. Das ist also von halbes Jahr Baby, ne? bis zum 18-jährigen Mädchen. Ne? Das haben alle hier gewohnt. Ne? Die ganze Familie in 2 Zimmern. Grażynas Familie hatte 5 Kinder, also Sie hatte noch 4 Geschwister. Ja. Und sie haben das auch geschafft, aber 9 Kinder, das kann sie sich nicht vorstellen. Nein, das glaube ich. 2 Zimmer. Ja. Über 2 Stunden erzählen sich Gisela und die Wolinskis aus ihrem Leben. Danke schön. Wir haben sie beim Vorbereiten des Mittagessens überfallen und sie waren nur herzlich, haben uns Tee gemacht und Kekse und haben uns umsorgt und haben jede Frage beantwortet, die wir wissen wollten und die auf Gegenseitigkeit der Lebenserfahrungen und der Lebensläufe sich ergab. Und deshalb bin ich also sehr, sehr froh, dass wir da waren und diesen Menschen werde ich immer in meinem Herzen behalten. Das liebe ich so an polnischen Männern. Das sind Kavaliere. Einige Wochen zuvor in Deutschland. Jedes Jahr zu Ostern besucht Gisela ihre Familie in der Nähe von Wuppertal. Das Aufwachsen in einer Großfamilie hat sie geprägt. Ich hätte früher sehr oft gerne auf einen Anteil Familie verzichtet. Nicht einen bestimmten Anteil, sondern überhaupt auf diese Anzahl der Familie. Das hat sich völlig, völlig anders entwickelt. Heute ist mir Familie in der Entfernung wesentlich sympathischer, ohne Verpflichtung oder Müssen. Heute kann ich da sein, wenn jemand mich braucht. Und ich kann sagen, ich kenne soweit keinen in der Familie, der sich nicht freut, wenn ich sage, hallo, ich bin in der Gegend, dass wir uns dann treffen und wirklich eine ganz angenehme Zeit verbringen. In diesem Haus hat Gisela 40 Jahre lang gewohnt. Hallo Mami. Hallo. Bin wieder da. Heute besucht sie ihren Bruder Manfred. Ja. Marokko lässt dich grüßen. Ja. Und Portugal und Spanien und Frankreich. Aber hier ist auch sehr schön. Ja, deshalb bin ich jetzt hier. Ja. Ja. Und wie war es so? Siehst doch richtig gut aus wieder, ja? Ja, danke. Ja, schön wie immer, ne? Ja. Aber dann freue ich mich auch, wenn ich so Richtung Deutschland fahre. Ja. Bring euch den Frühling und die Sonne mit. Ja, ja. Und dann ist es auch schön, wenn ich euch wiedersehe alle. Und auch mal ein bisschen länger wieder dein Deutsch sprechen kann. Das ist ja auch nicht so häufig unterwegs.
Giselas Entschluss, ihren festen, sicheren Wohnsitz aufzugeben, hat alle überrascht. Das kam alles so plötzlich auf uns zu. Ja. So, ich gehe jetzt auf Tour. Wie ist es mit der Wohnung? Also die Hälfte des Hauses, ne, und so. Ja. Na ja, und dann haben wir entschieden, dass der Sohnemann das dann übernimmt. Ne? Können Sie sich das irgendwie vorstellen, so zu leben? Ich nicht. Nee, ich nicht. Ich muss schon irgendwo einen festen Sitz haben, ja, von was ich dann unternehmen könnte. Ja. Nee, also das wäre nicht mein Fall. Aber irgendwie meine ich doch, dass sie einen Ruhepol bräuchte. Sie bleibt ja nicht immer so frisch und munter. Ja. Und das ist manchmal so, wo ich denke, na Mensch, Mädelchen, wie wird es denn mal sein? Ja. Ja. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Danke, danke. Komm rein. Ach, fein, danke. Manfreds Sohn Jan hat seiner Tante die Wohnung vor 7 Jahren abgekauft. Damals sah es hier ganz anders aus. Ich bin immer wieder begeistert, wie du das umgebaut hast. Das ist einfach nur schön. Weißt du noch, wie dunkel das hier früher war? Ja, extrem dunkel. Nur hier ein Fenster und wenn dann der Wald da die Bäume Blätter hatte, dann war es dunkel. Ja, das war, von der Seite war das ja zugewachsen. Ja. Und dann hast du ja hier verschiedene Wände noch drin gehabt. Ja. Ja, die haben zwar viel zu dunkel. Ja, natürlich, ja. Für so einen jungen Menschen wie dich. Ja, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch umgebaut. Aber ich wollte ja verreisen. Und da gebe ich jetzt immer mein Geld für meine Reisen aus. Erinnerungen an früher besitzt Gisela fast keine mehr. Von einer ihrer Schwestern hat sie jetzt eine ältere Aufnahme bekommen. Und dann habe ich noch ein Foto. Alle deine Tanten. Die Lotti, unsere Älteste, ne, geboren 27. Die Ulla ist Jahrgang 32. Ach, die Hilla kommt dazwischen mit Jahrgang 29. Dann kommt die Putti, Jahrgang 34. Dann komme ich mit Jahrgang 42. Und die Sigrid mit Jahrgang 49. Und dazwischen waren unsere anderen 5 Jungs. Da habe ich kein Foto von. Als sie dann erwachsen wurde, haben wir Giselas Leben war hart. 14 Jahre lang hat sie ihre schwerkranke Mutter versorgt. Ja, ich konnte mein Leben lang nicht reisen. Durch Arbeit, durch Heirat, durch Kind alleine großziehen, durch meine Mutter pflegen, trotz voller Berufstätigkeit. Und ich wusste, was ich nicht wollte. Das war bei mir oft entscheidend im Leben. Manchmal wusste ich nicht, was ich wollte, aber ich wusste oft, was ich nicht wollte. Zum Beispiel ein Pflegefall werden wie ihre Mutter. Als Giselas Krankheit immer schlimmer wurde, ging sie zu ihrem Hausarzt und traf eine mutige Entscheidung. Also ich lasse die Medikamente weg, die ich mein Leben lang nehmen sollte nach den Infarkten und diese komischen Rheumamittel, die man so kriegt, egal was du hast, wenn es was mit Gelenken zu tun hat. Und hat er gesagt, geht gar nicht, ne, so einfach lassen. Und dann hat er gesagt, er begleitet mich, dann habe ich 5 Jahre ausgestrichen, da wäre ich ein paar Mal bald gestorben. Das war für mich in Ordnung, nur nicht in die Pflege. Nur nicht in die Pflege, das war das Entscheidende. 5 Jahre dauert es, bis sich ihr Zustand bessert. Dann beschließt Gisela, ihr ganzes Leben umzukrempeln und auf Reisen zu gehen. Als ich das erste Mal hörte, dachte ich so, okay, alles aufgeben, keinen festen Lebensmittelpunkt mehr zu haben, das ist schon ein ziemlich großer Schritt. Und dann hört man natürlich auch so aus dem Bekanntenkreis, ja, wie kann sie eigentlich nur? Also es war Unverständnis da bei vielen Leuten. Und ich fand es einfach nur toll. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich durchziehst. Das hast du aber getan. Und ja, im Prinzip, also ich finde es bewundernswert. Mit 68. Mit 68. Was sagt Udo Jürgen? Mit 66 fängt das Leben an? Genau. Mit mir mit 68. Gisela trennt sich von fast allem, was sich in 40 Jahren in ihrer 4-Zimmer-Wohnung angesammelt hat. Nur was auf einen Tapeziertisch passt, kommt mit auf die Reise. Am allerschwersten ist mir gefallen, mich von meinen Büchern zu trennen. Aber auch vieles andere, so persönliche Sachen wie Briefe und Fotos und so. Doch Sachen, die ein Stück des Lebens ausmachen. Ja, dann ist es mir manchmal so schwer gefallen, dass ich dann an einem Tag nur eine Schublade leeren konnte, den Inhalt genommen habe, in den Wald gegangen bin, ein Loch gebuddelt, Feuer gemacht, den Rest rumgerannt bin und geheult habe. Von dem Geld, das sie für ihre Haushälfte bekommt, kauft sich Gisela das Wohnmobil.
und lässt es ganz nach ihren Vorstellungen ausbauen. Von meinem Bad. So, dann muss ich ihn festmachen, falls er nicht ganz gerade steht. Dann kann ich es zumachen und dann sieht es trotz allem wohnlich aus und kann dann hier in mein Bad. Dann, das hat nämlich ein wunderbar großes Waschbecken. So, und da oben sind auch noch Sachen, denn muss ja nicht alles hängen und im Kleiderschrank. Und da habe ich ja meine T-Shirts und Pullover und noch die Jacken. Okay. Und Strümpfe, die ich griffbereit habe, weil ich jeden Tag ein paar Mal wechsle, möglicherweise. Und das da unten ist dann mein Schuhschrank. Das ist natürlich auch was Besonderes, obwohl ich immer einige im Weg stehen habe. Und da habe ich sie dann, die Sportschuhe, die Wanderschuhe und die Sandalen und das Putzzeug natürlich. Am Anfang war das natürlich eine Riesenumstellung. Ich habe mich öfter angestoßen. Aber jetzt habe ich immer das Gefühl von einer unheimlichen Geborgenheit. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass man gar nicht, dass ich brauche nicht mehr, um mich wie ein Embryo geborgen zu fühlen. Ob ich mich jetzt auf den Fahrersitz setze oder in mein Wohnzimmer gehe und da mich auf die Sitze begebe zum Essen oder zum Lesen oder hier in der Küche oder im Schlafzimmer und dann einfach nur sage, meins, so schön und klein und so entspannend. Ich liebe es einfach. Marokko, das ist für mich so vielfältig. Das ist so absolut vielfältig. Das ist wie eine Farbpalette. Es wechselt permanent, egal in welcher Landschaft ich bin. Das ist diese Kombination, die die Faszination dieses Landes für mich ausmacht. Ja. Die Menschen, das Licht, die Natur. Gisela ist unterwegs nach Tata. Die Stadt liegt am Rand eines fruchtbaren Oasentals. Seit 7 Jahren verbringt Gisela jeden Winter in Marokko. Angst, allein unterwegs zu sein, hat sie nicht. Dass ich als Frau allein durch die Gegend reise, als alte Frau, ist mein Riesenvorteil. Ich weiß nicht, ob ich das als junge Frau machen würde. Also ich würde ganz spontan sagen, eher nicht. Aber als alte Frau hat die Bevölkerung schon mal eine andere Achtung. Und ich empfinde, dass die Menschen mir gegenüber eine Herzlichkeit, eine Menschlichkeit entgegenbringen. Wow! Und so kommt sie jeden Winter wieder, denn das Klima tut ihren Knochen gut. Dass ich von meiner Familie war, das kannst du doch nicht machen, da willst du doch nicht hin. Das ist doch kein Land, wo du alleine als Frau fahren kannst. Und das ist doch auch nichts für dich, das ist zu anstrengend, viel zu riskant. Und dann habe ich gedacht, ich bin so ein Typ, wenn mir das keiner zutraut, dann gucke ich doch mal selber. Also eigentlich ist es drastischer, dann mache ich es erst recht. Und so lebt sie ein Leben, das mit ihrem einstigen Alltag als Sparkassenangestellte so gar nichts mehr zu tun hat. Wirklich glücklich war sie in diesem früheren Leben nicht. Von da aus gesehen gehe ich unwahrscheinlich gerne durch diese engen Gassen, weil es leben noch Menschen da heute. Und sie kommen damit zurecht und sie strahlen dich an. Egal, wem du begegnest, also sie haben Werte. Sie haben Werte, die unabhängig sind von ihrem Geld, sie haben einen anderen Reichtum. Und ich denke, dieser Reichtum ist das, was ich unbezahlbar nenne. Und ich schätze den so. Und von da aus gesehen bin ich einfach total glücklich, dass ich wieder in der Lage bin, auch gesundheitlich wieder in der Lage bin, diese Kilometer zu laufen, um hierher zu kommen und dann hier oben zu sitzen und einfach zu sagen, ja. Das ist es, wofür ich hier in Marokko bin. Ja, das ist wirklich ein Vagabundenleben. Ich bin ja ganz individuell, dass ich mich bewegen kann, wo ich bleiben möchte. Und das macht dieses Leben absolut aus, dass ich das sagen kann und dass ich das in der Art und Weise machen kann, wo ich mich wohlfühle. Und das ist eine Empfindungssache, die immer sensibler wird, je länger ich unterwegs bin. Und wo ich auch manchmal dann fahre und denke, da sieht das aber auch toll aus. Meine Güte, da könnte ich ja auch mal hin. Und ich biege ab und bleibe dann ein paar Tage dort.
Und das kann ich auch nur, wenn ich alleine reise. Weil wenn ich dann vorher eine Absprache machen müsste und andere Meinungen hören müsste, wäre mein Enthusiasmus, meine Freude, mein Empfinden, oh, das wäre weg. Und so führt ihr Weg sie auch hierhin, zu den Höhlen in der Nähe von Tata. Also ein Wanderweg von mir ist es eigentlich nicht. Es ist ein Erkundungsgang. Ein Erkundungsgang in die Vergangenheit der Marokkaner. Denn das waren früher die Plätze, wo sie gelebt haben, wo die Natur ihnen Schlafmöglichkeiten gegeben hat, sich vor den wilden Tieren zu schützen und vor den Unbilden der Natur, vor der Kälte in der Nacht, vor der Hitze am Tag. Und das heißt also, hier hat die Bevölkerung gelebt, überlebt. Vor 15 Jahren war Gisela noch bettlägerig und konnte sich nur unter starken Schmerzen bewegen. Heute läuft sie jeden Tag 4 bis 5 Kilometer. Bewegung, an der frischen Luft, Leben draußen, wie ich es jetzt seit 7 Jahren praktizieren darf, das bedeutet für mich, jeden Tag in Kraft zu sein und in Kraft zu bleiben. Denn ich merke, wenn ich das nicht mache, ist es am anderen Tag schon ein kleines bisschen schwieriger. Ein kleines bisschen dies und ein kleines bisschen auch nicht so besonders. Wenn ich aber jeden Tag Kilometer laufe, dann ist alles im Fluss, äußerlich und damit natürlich auch innerlich. Ich fühle mich gut, weil ich eben die Bewegung habe, Menschen treffe und mich nicht mehr verbarrikadiere und ich in einer Schublade bin und auch nicht mehr den Zwang habe, den man Jahrzehnte durch Arbeit und alles, was so zusammengehört und Verantwortung, das ist bei mir nicht mehr. Ich übernehme Verantwortung gerne, aber nur noch, wenn ich es möchte. Zitrone, der riecht nach Zitrone. Das muss eine Zitrone sein. Die Möglichkeiten, das festzustellen, was ist noch in mir. Und das habe ich natürlich, wenn ich rauskomme, wenn ich da mal die Chance habe. Bin da vielleicht sogar selber überrascht. Geht mir manchen Tag so, dass ich denke, wow, ja, das ist ja toll, dass du das auch schaffst oder dass du das auch kannst oder dass du dich das traust. Ne? Und dann klopfe ich mir auch schon mal auf die Schulter und sage, gut, wunderbar, der Tag ist gerettet. Ne? Köstlich. Ganz alleine ist Gisela nicht unterwegs. Sie hat treue Begleiter, die alle eine Geschichte und einen Namen haben. Der Egon ist ein dicker, dicker Bär. Und er ist unheimlich gerne bei mir. Und der Egon ist vor allen Dingen schon 40 Jahre bei mir. Und das ist Schnauzenbauzer. Und Schnauzenbauzer sitzt bei mir auf dem Schoß, wenn ich mich angurte, weil er schützt meinen Bauch.
Und ich finde es auch sehr angenehm, wenn ich mal etwas heftiger bremsen müsste, würde der Gurt also wirklich ein sehr, sehr gutes Polster haben, weil er so ein schönes, dickes Bäuchlein hat. Und das ist der Gorilla, der mich beschützt. Den habe ich von einer Freundin geschenkt gekriegt. Der guckt aus dem Fenster, dass auch alles immer in Ordnung ist, egal wo wir stehen. Auch während der Fahrt, der passt auf uns auf. Worauf ich mich erstmal ganz, ganz, ganz einstellen durfte, war, allein zu sein. Ich bin nie einsam, weil ich bin immer eins mit der Natur. Das war ich, wie gesagt, schon als Kind. Und das geht mir auf den Reisen genauso. Das heißt aber nicht, dass ich nicht manchmal stundenlang Musik gehört habe, getanzt habe wie eine Irre, um mir das runterzutanzen und zu weinen, zu schreien, weil ich allein war. Oh, jetzt freue ich mich auf den Kaffee. Vor 5 Jahren, mit 70, ist etwas passiert, womit Gisela nicht mehr gerechnet hat. Sie hat sich noch einmal verliebt. Ja, wir waren beide alte Leute. Und wir haben uns nicht einen Moment fremd gefühlt. Überhaupt nicht. Es war einfach alles harmonisch. Wir haben Gedankenaustausch ohne Sprechen gehabt. Und es war einfach eine wunderbare Sache, dass ich gedacht habe, wow, sowas gibt's im Leben auch für dich. Um mehr Zeit mit ihrem Freund verbringen zu können, hat Gisela sogar ihre neu gewonnene Freiheit aufgegeben und ist zu ihm nach Wuppertal gezogen. Ich tendiere dazu, sofort wieder in die Rolle zu fallen, in der ich war, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Ich hatte gedacht, das hätte ich abgelegt. Es ist wohl eine Grundtendenz in mir, mich wieder komplett darauf einzustellen. Ich war also auf einmal wieder die Haushälterin, Hausmütterchen und alles, trotz Putzfrau und. Und er wollte das auch gar nicht. Er wollte das überhaupt gar nicht. Aber ich kann in so einem Haushalt, wo ich nur Konserven aufmache oder sonst irgendwas, ist das für mich keine Lebensqualität. Ich hatte vom Leben eine andere Vorstellung. Und außerdem hatte ich mich für das Reisen entschieden und das war mir alles jetzt wieder alles zu fest, zu sehr abschätzbar, was am anderen Morgen ist. Es war für ihn natürlich sehr schwer zu verstehen. Er hatte sich das auch anders vorgestellt. Ich hätte es mir auch anders vorstellen können. Aber das harmonierte da eben nicht bei meiner neuen Grundeinstellung. Und dann bin ich wieder auf Reisen gegangen. Spaziergang mit Tochter Anke in Ostfriesland. Hierhin ist ihre Tochter vor ein paar Jahren gezogen. Das ist ja toll. Schön, dass wir heute so eine klare Sicht haben. Ja, ja. Das ist einfach klasse. Gisela hatte sich von ihrem damaligen Ehemann, von Ankes Vater, getrennt, als Anke 8 Jahre alt war. Kurz entschlossen packte sie 2 Koffer, nahm ihre Tochter und war weg. Schon damals ein Neuanfang. Wie vor 7 Jahren. Als sie sagte, sie verkauft die Wohnung und kauft sich ein Wohnmobil, da dachte ich, ah ja, aber wir haben doch da so lange drin gewohnt in der Wohnung, ne? Und die hat ja dann mein Cousin gekauft und sie sich ihr Wohnmobil. Und da habe ich gedacht, ja, das ist richtig, was sie macht. Nur ich habe gedacht, sie ist dann gar nicht mehr da. Sie ist dann so weit weg. Wann kommt sie dann mal wieder? Und dann so alleine. Das fand ich das Schlimmste, dieses alleine. Ne? Viele haben ja zu ihr gesagt, kauf dir doch einen Hund. Sagt sie, was soll ich denn mit dem Hund? Und ich bin froh, dass ich nur auf mich achten muss. Ne? Ja, mein Schwiegervater hat damals gesagt, du bist doch bekloppt. Also es gab nur gut oder bekloppt. Was dazwischen gab es überhaupt nicht. Ne? Und könnte Anke selbst so leben? Mir fehlt dieses Reisegehen, mir fehlt das Orientierungsgehen. Habe ich nichts, gar nicht. Und ich könnte nicht so lange alleine sein. Also das mit dem Partner vielleicht. Ne? Wenn man dann irgendwann mal in Rente ist, vielleicht. Aber ich glaube eher nicht. Dieses Reisen ist zwar schön, aber das Wohnen, das wäre mir auch zu klein. Ne? Aber für sie ist es muckelig und schön. Das ist in Ordnung. Ne? Ja. Ansonsten haben wir nicht viel gemeinsam. Du könntest nicht jeden Morgen aufwachen und nicht wissen, was ist. Ne? Mhm. Ne? Und
Das kann auch ein Teil damit zu tun haben, weil ich dich fast allein großgezogen habe und in meine Situation gesteckt habe, ne? Einfach durch Wegziehen. Ne? Denn das Kind wusste ja mit 8 Jahren nicht, was ich mache, wenn ich 2 Koffer packe und in mich und uns in Zug setze. Ne? Und das denke ich auch, dass das ein Teil dazu beiträgt, dass man hinterher etwas Sicheres haben möchte. Ja. Das kann sein, ne? Obwohl ich das nicht mehr weiß. Ja. Ja. Da habe ich keine Erinnerung mehr dran. Dann hast du da keine traumatischen Erinnerungen dran. Nein. Ja, dann habe ich doch noch was richtig gemacht. Meine Mutter hat sich verändert, ja. Sie ist auch gelassener geworden. Früher war sie so ein bisschen auch verbissen durch ihre Arbeit und halt auch diese ganzen Krankenpflegen. Ne? Und dadurch, dass sie jetzt auch reist und so viele Leute auch kennenlernt und sieht, hat sie sich total verändert. Positiv verändert. Natürlich, ja. Zurück in Polen. Für Gisela beginnt jetzt der schwierigste Abschnitt ihrer Reise in die Vergangenheit. Obwohl sie von der Flucht nur aus den Erzählungen ihrer älteren Geschwister weiß, stecken die traumatischen Erlebnisse von damals bis heute tief in ihr. Meine Mutter zählte ihre Kinder immer. Bei 9 Stück musste sie immer schauen, wo ist welches, weil wir fielen hin und schliefen ein. Dann mussten uns die Großen nehmen und tragen. Als dann Wolfgang verstorben war, kam ich in den Kinderwagen, aber er hatte nicht mehr alle 4 Räder. Dann haben sie ihn als Schlitten gezogen. Das ist ja 44, 45 einer der härtesten Winter überhaupt gewesen, sodass also die Wahrscheinlichkeit, dass das Haff gefroren war, mit einer Eisdecke sehr, sehr, sehr groß war und eine Fluchtmöglichkeit als einzige blieb. Ich möchte einfach wissen, welche Ängste da bei mir noch zu verarbeiten sind. Giselas Reise in die Geschichte ihrer Familie führt sie etwa 160 Kilometer von Angerburg nach Frauenburg, jetzt Fromborg. Der Ort liegt am frischen Haff, einer Bucht an der Ostsee. Hier spielten sich am Ende des Zweiten Weltkriegs dramatische Szenen ab. Hunderttausende Frauen, Kinder und Alte starben auf der Flucht vor der Roten Armee. Giselas kleiner Bruder Wolfgang ist hier mit 6 Monaten erfroren. Und auch sie wäre fast gestorben. Ich bin hier am Hafen. Ich bin da, wo es passiert ist. Und ich bin da, wo wir bald ertrunken wären. Wenn meine eine Schwester nicht geschrien hätte, Mutti, nimm die Kleine. Das Fuhrwerk ging unter und meine Mutter hat ganz schnell meinen Bruder und mich geschnappt. Ich war 3 und er war noch 4. Dadurch hat sie uns gerettet und dann mussten wir weiter über die Eisscholle. Ja. Ja, gut. Und es ist gut, dass ich es mache. Ja. Ganz wichtig. Erst mit 75 stellt sich Gisela endlich ihrer Vergangenheit. Bisher konnte sie das nicht. Ich hatte an einem Strand alles so kleine Hölzchen gefunden und ich habe da nur Knochen gesehen für mich. Es waren für mich alles kleine Knöchelchen von allen Gliedern der Menschen, die auf der Flucht umgekommen waren, im Meer waren, im See waren, im Haff waren. Und das ging einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt. Zwei Monate zuvor. Wieder einmal auf Heimatbesuch in Deutschland. Wir sind jetzt in Wuppertal und in Wuppertal-Barmen und da wohnt meine beste Freundin und im Grunde ist das die meine Herzensfreundin und mein Engel in Deutschland. Thank you.
bin ich hier. Das ist unverschämt. Hallo, meine Schöne. Total braun gebrannt. Unverschämt. Komm rein. Ja, danke. Birgit könnte Giselas Tochter sein. Sie haben sich 1979 kennengelernt. Da war Birgit 17 und Auszubildende in der Sparkasse, in der Gisela damals gearbeitet hat. Aus dem Arbeitsverhältnis wurde Freundschaft. Seit Gisela unterwegs ist, fragt sich Birgit oft, wo ihre Freundin steckt und wie es ihr wohl gerade gehen mag. Wenn ich jetzt längere Zeit nichts gehört habe oder wenn ich jetzt irgendwie höre, das Wetter ist nicht in Ordnung oder was weiß ich auch immer, dann mache ich mir natürlich Sorgen. Aber, also Gisela sagt immer, mir passiert nichts. Das ist ein Lebensmotto. Aber trotz alledem ist das natürlich für die Leute, die hier sind, also da bin ich sicher nicht die Einzige, ist das schon sehr heftig. Jahrelang hat Gisela Birgit unterstützt, sie beruflich gefördert, in Liebesdingen beraten, die Kinder gehütet. Seit Gisela auf Reisen ist, revanchiert sich Birgit dafür, kümmert sich für ihre Freundin um alles Bürokratische und bewundert Gisela für ihre Energie. Aber weißt du, wenn ich mir vorstelle, dass du so spät erst deinen Führerschein gemacht hast und jetzt mit so einem Riesending seit Jahren durch die Gegend fährst. Ja, ja. Unglaublich. Ja, mit 38 habe ich den Führerschein gemacht und mit 68 bin ich auf Tour. Eigentlich kann sie gar nicht fahren, hätte sie gar nicht fahren dürfen können, nach Aussage der Ärzte. Also normalerweise, wenn man sich jetzt darauf verlassen hätte... Ja, dann wäre ich heute im Pflegeheim. Genau, wärst du heute im Pflegeheim. Ja, genau so. Also das ist reine Willenskraft. Egal, um was es geht, reine Willenskraft. Sag ich doch immer, das ist ein Obstproblem. Ja. Und hängt voll in der Birne. Ja, ganz genau, das stimmt. Und was ist, wenn Gisela mal nicht mehr on the road sein kann? Ich lebe in dem Tag, ich lebe in diesem Zeitraum. Und wenn es etwas sein sollte, kann ich es nicht vorhersehen. Eine Planung brauche ich nicht machen, weil ich nicht weiß, wann, wie, wo. Das hat uns das Leben gelehrt, mich auch. Und von da aus gesehen, mache ich mir da wenig Gedanken drüber. Im Grunde gar nicht mehr. Weil es kommt, wie es kommt. Und so müssen wir es hinnehmen. Gisela ist in Tata angekommen, einer kleinen Oasenstadt mit 17.000 Einwohnern. Hierhin verirren sich nur selten Touristen. Gisela spricht weder Englisch noch Französisch, auch nicht Arabisch. Doch sie spricht die Sprache des Herzens, wie sie sagt. Dann durfte ich mich persönlich erst mal darauf einstellen, angesprochen zu werden und nicht zurückzuschrecken, weil ich es nicht verstehe, sondern darauf zuzugehen und mich darauf einzulassen. Einfach nur darauf einlassen. Und dann kommt das andere automatisch. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen Tag gehabt. Mokta, darf ich dich auch begrüßen? Hallo. 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 Schön, dass du hier bist. Nice to see you. Nice to meet you too. Nice to see you too, yeah. Shukran. Welcome. Come. Danke. Wir waren wandern. Jetzt bin ich froh, dass ich hier bei euch bin. Ja, that's good. Den Abend lässt Gisela mit einer dänischen Freundin und ihrem marokkanischen Mann ausklingen. Sie hat die beiden vor einem Jahr hier kennengelernt. Shukran. Es gibt viel zu erzählen. Giselas Zeit in Marokko nähert sich wieder einmal dem Ende. In ein paar Tagen fährt sie mit der Fähre nach Spanien. Von dort aus geht es dann quer durch Europa. Ich habe für mich entschieden, es gibt im Leben, als ich diese Umwälzung vorgenommen habe, nur Angst oder Liebe. Wir haben nur diese zwei Hauptgründe in uns, Angst oder Liebe. Und ich habe mich grundsätzlich vor einigen Jahren für die Liebe entschieden. Und ich möchte da, wo ich war, dass ein gutes Gefühl zurückbleibt, dass ich da war und wenn ich weiterfahre.
Giselas letzte Etappe in Polen führt sie von Fromborg auf die frische Nehrung, eine lange Landzunge, die das Haff von der Ostsee trennt. Es ist Giselas zweiter Versuch, hierher zu kommen. Vor einigen Jahren fehlte ihr noch die Kraft. Hier kam ihre Mutter mit ihr und den anderen 7 verbliebenen Kindern damals völlig entkräftet an. Nach der Wanderung über das Eis. Hier liegen Knochen und hier liegen Gebeine und von Frauen und Kindern. Und ja, es ist für mich ein ganz schwieriges Abschnitt, ein schwieriger Teil, an einem Strand zu sein und das zu wissen. Im Haff und hier am Strand fanden damals tausende Menschen den Tod. Gisela und ihre Geschwister waren hautnah dabei. Ich hatte, auch wenn ich die Augen geschlossen habe, das Gefühl, auch später am Haff, ich spüre die Kälte. Und ich habe eine sehr lebhafte Fantasie. Ich habe also da auch eine Vorstellungskraft. Und wenn ich die zulasse, dann ist das für mich dann in so einer Situation schwer auszuhalten. Dass ich das trotzdem gemacht habe, ist für mich auf jeden Fall gut. Ja, ich kann das auch mit einem Dank, dass unsere Familie mit den vielen Kindern das alles überlebt hat. Eine wichtige Etappe geht hier zu Ende. Unterwegs will Gisela weiter sein, solange es möglich ist. Was ich mir für mich wünsche, dass ich in einem sehr guten gesundheitlichen Zustand, ich bin jetzt in so einem, noch einige Zeit, ich will keine Zeit nennen, Jahre oder was auch immer, noch einige Zeit reisen kann. Und wenn ich das nicht mehr kann, dass ich dann einfach plups, Anatomie, ich komme, hat sich erledigt für mich, alles klar, dass es so ist, das wünsche ich mir. Und meine Seele dann irgendwo im Universum ist. Dovidanya! Dovidanya!